warum gehen Unternehmen an die Börse und gehen dann mithilfe von Aktienrückkäufen irgendwann wieder runter von der Börse? Wo ist da der Sinn? Ja, hier werden zwei Aspekte ein kleines bisschen miteinander vermischt. Also es gibt sehr, sehr viele Beispiele von Unternehmen, die erst an der Börse gelistet wurden und dann später wieder taking private wurden, also die quasi wieder zum Privatunternehmen wurden. Dann kommen aber in der Regel Private Equity Fonds oder andere Unternehmen, die diese Gesellschaft dann kaufen. Letztes Beispiel war zum Beispiel Twitter. Twitter war an der Börse gelistet und wurde dann privat von Elon Musk und einer Gruppe von Investoren gekauft und somit wieder von der Börse genommen. Der Grund dahinter kann sehr vielfältig sein. Es gibt immer Phasen für ein Unternehmen, wo es gut ist, an der Börse gelistet zu sein, um möglichst viele Investoren zu bekommen und handelbare Aktien zu haben. Und dann gibt es wieder Phasen, wo es sinnvoller ist, eher ein privates Unternehmen zu sein, also nicht öffentlich an der Börse gelistet, sondern im Privatbesitz. Aktienrückkäufe wiederum sind was anderes. Also ein Unternehmen kann sich nicht selbst von der Börse kaufen, sondern wenn eine Aktiengesellschaft Aktienrückkäufe tätigt, dann ist es zugunsten deren Aktionäre, aber es kann sich nicht sozusagen selbst von der Börse holen.